Für Technikbegeisterte und solche, die es vielleicht noch werden können, sind unsere täglichen Treffs auf der Funkausstellung in Berlin bestimmt genau das Richtige. Begeistert von der IFA ist auch Ina Götz, die Ihnen heute digitale Unterhaltungselektronik präsentiert. Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den IFA-Visionen. Heute geht es um diese kleine glänzende Scheibe, ein Wunderwerk der Technik, Sie kennen sie alle, die CD. Sie ist seit 1983 auf dem Markt und inzwischen werden fast schon doppelt so viele CDs wie Schallplatten verkauft. Wir gucken mal heute, was es Neues gibt in diesem Bereich, zum Beispiel die Mini-CD und die wiederbespielbare CD, aber auch die Foto-CD oder die Bild-CD. Ja, aber bevor wir unseren Ausstellungsbummel beginnen, schauen wir uns dieses Wunderwerk der Technik erstmal ein bisschen genauer an. Schicksalssinfonie für die Schallplatte. Jahrzehntelang war sie die Nummer 1 der heimischen Musikkonserven. Spurrillen der Platte bei 300-facher Vergrößerung. Die Wellenbahnen verlaufen noch analog den ursprünglichen Schallwellen. Bei der CD ist das anders. Bei 10.000-facher Vergrößerung im Rasterelektronenmikroskop erkennt man zahlreiche Reihen unzusammenhängender Vertiefungen. Das sind einzelne verschlüsselte Informationen über Töne. Analoge Wellen und Kurven sind out. Hier wird mit harten Daten gehandelt. Der letzte Schrei? Die CD-Technik verwandelt Schallereignisse in Computersprache. Bei der CD-Aufnahme wird die Tonkurve in regelmäßigen Abständen ausgemessen. Der Abstand von Messpunkt zu Messpunkt beträgt ungefähr, kaum vorstellbar, eine 44.000stel Sekunde. Die gemessenen Daten werden als Zahlenketten dargestellt, die aus Nullen und Einsen bestehen. Pro Musiksekunde werden so mehr als 1 Million Ziffern produziert. Diese Ziffern werden auf der CD in verschieden lange Vertiefungen übertragen. Sie werden beim Abspielen vom Laserstrahl erkannt und in Zahlen zurückverwandelt. Jede einzelne Vertiefung entspricht dabei nicht einem bestimmten Ton, sondern nur einer winzigen Teilinformation. Hier der scharf gebündelte Lichtstrahl des Lasers bei der Arbeit. Mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute rast die CD mit ihren Milliarden Zahleninformationen auf rund 18.000 Spurwindungen am Laser vorbei. Eine sehr präzise Steuerungstechnik führt den Laser und korrigiert seine Position, wenn nötig, auf Millimeterbruchteile. Eiernde CDs, kein Problem. Auch der Abstand zwischen Laser und Platte wird konstant gehalten. In sogenannten Bitwandlern im Abspielgerät werden aus den abstrakten Zahlen wieder Spannungswellen. Der Ton, der die Musik macht, kommt also am Ende glücklicherweise wieder heraus. Die CD-Technik scheint weitgehend ausgereift zu sein. Nur Fachleute dürften noch durchblicken, wobei den vielen CD-Playern die feinen Unterschiede liegen. Und nur wer sich mit der Elektronik auskennt, kann beurteilen, ob bei der Umwandlung des digitalen ins gewohnte analoge Signal durch neuere Verfahren wirklich noch Fortschritte zu erzielen sind. Ziel neuer Techniken ist ja immer schönere, rauschfreie Klang. Und immer noch fallen den Firmen ein paar Verbesserungen im Bedienungskomfort ein. Das Angebot ist uferlos. Hier an dem Stand einer bekannten Fachzeitschrift können Messebesucher ankreuzen, welche speziellen Wünsche sie in puncto CD-Player haben. Ein Computer druckt dann Empfehlungen für bestimmte Produkte aus, die von dieser Zeitschrift getestet worden sind. Wie viele neue CD-Player gibt es denn überhaupt auf der IFA und bringen die auch wirklich was Neues? Auf dieser Funkausstellung gibt es genau 200 neue CD-Player, die wir auch aufgelistet haben für unsere Leser. Die bringen schon was Neues, neue Wandlertechnologien, bessere Verarbeitung teilweise und natürlich auch noch mehr Ausstattung. Muss ich denn solche Geräte jetzt kaufen und die alten auf den Müll schmeißen? Und brauche ich überhaupt ein teures Gerät oder geht auch ein billiges?
Das hängt von Ihren Ansprüchen ab. Sie bekommen für 300 Mark einen ordentlichen CD-Player, für 600 Mark einen sehr, sehr guten CD-Player. Darüber hinaus, dann müssen Sie schon mehr Ausstattung wollen. Und jedes einzelne Knöpfchen kostet Geld, jedes Quäntchen Klang kostet sehr viel mehr Geld. Ja, und wahrscheinlich kann man das gar nicht so hören, ne? Die feinen Unterschiede. Auch das hängt wieder davon ab, was haben Sie für Ansprüche und vor allen Dingen, wie ist Ihre Anlage. Wenn Sie eine sehr gute Anlage haben, können Sie es hören. Aber es ist nicht unbedingt nötig, wenn man nur normaler Hi-Fi-Fan ist. Besonderheiten gibt es natürlich auch. Player und Kopfhörer sind hier nur über Antennen verbunden, sodass man sich auch vom Gerät entfernen kann. Und welche technischen Vorteile hat solch ein Teil? Bisher hatten wir mit 2x16-Bit vierfach Oversampling die Technik. Und die moderne Digital-Analog-Wandeltechnik ist jetzt bei uns eingeführt worden vor einem Jahr mit der 2x1-Bit-Technologie, die ermöglicht, ihn im Low-Pegel-Bereich noch feiner aufzugliedern. Was heißt denn 2x1-Bit-Technologie genau? 2x1-Bit-Technologie, das ist jetzt eine Stunde, tut mir leid. Was heißt denn Oversampling? Das haben Sie eben auch gesagt und damit werben ja alle Händler, dass das Oversampling vier- oder achtfach sei. Ja, also das Oversampling heißt, dass Sie eben das digitale Signal nicht nur normal abtasten, sondern bei zweimal, dann zweimal oversamplen oder bei viermal in der Zeit abtasten. Ob er wohl weiß, was Oversampling ist und ob man das alles wirklich braucht? Beim Versuch, die vielgepriesene optimale Qualität der CD-Wiedergabe noch weiter zu verbessern, scheuen die Hersteller keine Mühen. Kraftausdrücke wie Oversampling werden in Umlauf gebracht. Beim Oversampling ergänzt der Rechner im Abspielgerät die von der CD abgelesenen Werte um weitere hochgerechnete Zwischenwerte. Die ursprüngliche Tonkurve kann so noch genauer rekonstruiert werden. Gretchenfrage: Fördert zigfaches Oversampling die Klangqualität oder vorrangig den Absatz? Die Stiftung Warentest lässt schon seit Jahren regelmäßig neue CD-Gerätegenerationen prüfen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass hohes Oversampling allein noch lange keine Garantie für gesteigerte Klangesfreude ist. Hochkomplizierte Analysegeräte spüren zwar Unterschiede auf, doch die sind in der Regel so gering, dass man sie zwar auf dem Analysebildschirm sehen, im Wohnzimmer jedoch nicht hören kann. Viel wichtiger für den Klanggenuss ist zum Beispiel die Frage, wie gut ein Gerät auf Störungen reagiert, zum Beispiel auf so eine Schramme. Solch ein rhythmisches Kratzen kennen wir auch vom Sprung in der Schallplatte. Andere Geräte identifizieren die Störung als ungewollt und filtern sie einfach weg. Und das klingt dann so. Die Warentester lassen sich von technischer Kraftmeierei nicht beeindrucken. Solange der Klang einwandfrei und das Gerät wenig störanfällig ist, bleibt das Oversampling Nebensache. Trotzdem wird die technische Entwicklung munter weitergetrieben. Man will ja die Konkurrenten auch weiterhin überflügeln. Und hier eine Premiere.